Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Apropos Wein, wir müssen den Sangreal aus dem Jahrgang so und so finden, aber vorher möchte ich hier erstmal den Zapfhahn klauen. Dann können wir uns nämlich den eigenen Wein zapfen und mal mitnehmen. Ach, wir konnten wahrscheinlich nur die Kerze ausmachen, ne? Ja, dachte ich mir schon. Pomino Jahrgang suchen wir nicht. Hier drüben ist Pomino. Holzhammer kann man auch mal gebrauchen. Und das interessiert Anna Henrietta auch nicht, dass wir den ganzen Wein mitnehmen, ne? Ich räume erstmal den restlichen Weinkeller aus. Das ist so super, ey. Jetzt haben wir aber jeden Wein, ne? Das ist gut. Hervé Luce 1269. Hervé Luce, den mag ich, schön trocken. Hervorragender Wein. Du hast Geschmack. Warte, wo ist jetzt der andere hier hinten? Est est, ist natürlich der Est falsche. est. Diesen Wein kennt ja nun wirklich jeder. Gehört zu den besten Weinen der Welt. Castel Ravello ist dafür berühmt. Fiorano. Fiorano. Rittersporn ist ganz wild darauf. Ach ja, sein verwöhnter Gaumen. Haben wir jetzt alles abgegrast hier? Ja, finde den Wein und da scheitere ich schon, ehrlich gesagt. Da oben ist eine Kiste. So, wie kommt man jetzt hier hoch? Ah. Okay, wir räumen hier erstmal weiter aus, würde ich sagen. Immer zur Seite, Alter. So, hier gibt es, glaube ich, nichts zum Ausräumen. Aber hier oben. Das muss man mal ausnutzen, wenn man hier ist, ne? Erstmal alles mitnehmen. Okay. Sangreal, aber das ist 1268. Sangreal, das Fass ist von 1268. Fast, aber nicht der richtige Jahrgang. Boah, dieses eine Jahr steht in der Luft. Schön. Oh, Geralt, jetzt gehen wir weiter hier. Nee, sind wir falsch, ne? Warte, hier hinten war noch einer. Sangreal 1270. Sangreal, Jahrgang 1270. Das ist der falsche Jahrgang. Such weiter. Oh ja, Alte, chill mal. Die Frage, wen wir jetzt übersehen haben. Hier waren wir. Ach, da hinten. Oh, endlich. Natürlich der Hier, Letzte. 1269. Und nun? Sehen wir nach leeren Fässern. Willst du sie anstechen? Fürs Erste reicht es, wenn wir klopfen. Wenn es hohl klingt, sind wir fündig geworden. Ich darf Fässer klopfen. Voll. Voll.
Das hier ist auch voll. Voll. Natürlich das hier. Geralt, geh da jetzt hin. Das hier ist auch voll. Sieht aus, als wären alle Fässer voll. Sackgasse, fürchte ich. Voll sind sie schon, aber ist auch Sangreal drin? Nimm einen Hahn und einen Hammer. Wir öffnen sie und probieren. Yes, fertig. Das habe ich schon gemacht. Wir können anfangen. Hol das mal, habe ich schon. Geralt. Bereit. Geht zur Seite. Und? Diese Gewürznoten einmalig. Das ist Sangreal. Gleich ist die Alte betrunken. Wir reißen jetzt hier jeden an, ey. Das ist super. Das wird eine Sangreal-Party. Widerlich. Bitterer Mistwein. Vielleicht ist er ungeliebt. Unmöglich. Das ist kein Wein, sondern übler Unrat, der nie ein Fass von innen hätte sehen sollen. Es kann kein Zufall sein, dass er trotzdem in einem Fass ist. Meister Fabrizio, mal sehen, was der dazu zu sagen hat. Der ist schon weggelaufen, ey. Meister Fabrizio, ich bin sehr enttäuscht. Aber gnädige Herrin, ich... Du bist einen Schritt davon entfernt, den Kopf zu verlieren. Sag die Wahrheit, dann behältst du ihn vielleicht. Ich gestehe alles. Ich habe ein Fass Sangreal verkauft. Bitte vergib mir. Warum hast du das getan? Ich konnte nicht widerstehen. Sie haben eine abenteuerliche Summe gezahlt. Da bin ich schwach geworden. Bezahle ich dir nicht genug? Ich wollte unseren Familiensitz zurückkaufen. Das hier gehört mir nicht. Gut, ich habe ein Dach über dem Kopf und genug zu essen, aber was ist ein Edelmann ohne eigenes Land? Ich werde alles sagen, aber bitte erweise mir Gnade. Wem hast du den Wein verkauft? Hast du wirklich geglaubt, das fliegt nicht auf? Wem hast du den Wein verkauft? Vor ein paar Wochen hat ein reicher Edelmann mich in der Fasanerie angesprochen. Er behauptete, Diplomat zu sein und Verbindungen zum Hof zu haben. Er schlug mir ein gemeinsames Unternehmen vor. Er hatte Kunden, die schon für einen Tropfen Sangreal ein Vermögen hinblättern würden. Er wollte als Mittler fungieren. Wie heißt der Mann? Das hat er nie gesagt. Er war groß, schwarzhaarig und sprach mit Akzent, behauptete aus Zintra zu stammen. Ich habe keinen Edelmann aus Zintra am Hof. Okay. Ich sag jetzt trotzdem mal das Letzte, das ist geil. Hast du wirklich geglaubt, das fliegt nicht auf? Ich war ein Idiot. Ich bitte dich, gnädige Herrin, vergib mir. Wie hast du den Wein ausgeliefert? Und wie wurde der Wein übergeben? Wir haben uns im Schutze der Dunkelheit in den Ruinen von Forastre getroffen. Ein Dutzend Männer kamen zur Abholung. Bewaffnete. Die Sorte, die nach Ärger riecht. Ich brachte ein Fass, das sie auf einen Wagen luden, und dann trennten sich unsere Wege. Das ist alles? Da hast du sie zum letzten Mal gesehen? Naja, vor ein paar Tagen traf ein Bote ein. Er sagte, sie wollten ein weiteres Fass kaufen. Und
Das habe ich bereits für die Lieferung vorbereitet. Okay, dann stellen wir denen doch eine Falle. Das riecht schon danach, dass wir das tun müssen. Das reicht. Wir wissen, was wir wissen müssen. Gnädige Herrin, ich flehe dich an. Vergib mir. Geh mir aus den Augen. Hauptmann, lass Meister Fabrizio in den Kerker bringen. Er muss sich für sein Verbrechen verantworten. Hochverrat. Und was jetzt, Hexer? Wir stellen eine Falle. Wir müssen die Weindiebe fangen. Der Edelmann aus Zintra könnte der Erpresser sein. Ich bringe die nächste Fuhre nach Fort Astre. Damien und seine Soldaten begleiten mich. Ausnahmsweise bin ich mal deiner Meinung. Wir machen es, wie du sagst. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Kann losgehen, Digga. Es gibt keinen Grund zu warten. Legen wir los. Wir brechen sofort auf und gehen in Stellung, bis du eintriffst. Du nimmst den Wagen. Wir sehen uns dort. Gut. Achtet während der Übergabe auf mein Signal. Ich fange laut an zu jodeln. Dann wisst ihr, jetzt müsst ihr kommen. Entspann dich. Wir warten hier. Sehr unauffällig, wenn so ein Typ in schwarzer Rüstung mit ganz viel Bewaffnung auf dem Ding sitzt. Seht, unser lieber Winzer. Das ist er nicht. Yes, jetzt dürfen wir kämpfen. Boah, sind wir gut, Alter. Wir haben ja mega keine Chance. Verdammt, bist du hässlich. Ich trenne dir die Beine vom Gesicht. Yes. Schön, dass wir unsere Leute hier nicht... LOL! Okay, das explodiert wirklich. Kann ich die jetzt mal ausräumen? Nein! Bilde ich es mir ein oder hatten wir vereinbart, dass ihr auf mein Signal wartet? Das war der Plan, aber... Toller Schuss. Gut, dass du was getan hast. Ich weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre. Stets zu Diensten. Es war ein guter Kampf. Einen der Sträucher haben wir geschnappt. Stellen wir ihm ein paar Fragen. Los. Augenblick mal, Hexer. Ich habe mich in dir getäuscht. Wird es keinen Grund, mir zu vertrauen. Wir haben getan, weswegen wir gekommen sind. Das zählt. Naja, du hattest keinen Grund, mir zu trauen. Und ich habe nicht viel getan, um daran was zu ändern. Stimmt. Du bist nicht sonderlich charmant. Jedenfalls sehe ich, wie du dich ins Zeug legst. Ich weiß das zu schätzen. Ich habe auch die meisten Leute umgebracht. Sie wartet in der Nähe. War klar, dass sie kommt. Ich bin nicht überrascht. Ich dachte mir, dass sie das hier persönlich überwachen will. Das Auge des Herrn macht das Kalb fett. Du fängst an, das zu verstehen, wie ich sehe.
Bringt mir diesen Gefangenen. Wir müssen ihm einige Fragen stellen. Hauptmann, du hast die Ehre. Wer hat dich geschickt? Er heißt Hund. Angeblich hat er deine Mutter gepimpert. Ja. Noch einmal, wer hat dich geschickt? Der Geliebte deiner Oma. Er heißt... Warte, wenn er nicht reden will, muss er nicht. Er kann sich noch auf andere Arten nützlich machen. Sicher braucht der Hexer einen Köder, um das Biest von Beauclair anzulocken. Was? Famose Idee. Klar, ich habe gerade keinen mehr. In dem Fall gehört er dir. Hauptmann, deine Männer sollen mir ein starkes Seil holen. Es soll nicht gleich reißen, wenn man einen Mann an einen Baum aufhängt. Seil? Lebendköder. Eignet sich ideal für Monster, sofern sie den Blutgeruch wittern. Aber dafür sorge ich. Was? Nein, um Himmels Willen! Lass sie das nicht! Hör auf zu schreien. Du hast noch eine lange Nacht vor dir. Nein, lass das nicht zu! Ich rede! Wer hat dich angeheuert? Wer hat dich angeheuert? Er wird mich umbringen! Du solltest dir lieber Sorgen wegen mir machen. Wer ist es? Komm schon, Mann, raus damit! Der Zentria, so nennt man ihn. Ich habe ihn nie gesehen, aber ich weiß, dass er die Männer für dieses Ding angeheuert hat. Das haben sie gesagt, dass wir für den Zentria arbeiten. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre es. Bringt ihn in den Kerker. Dort wird er auf seinen Prozess warten. Hauptmann, wir reiten in die Stadt. Sammle deine Männer und such den Zintria. Jemand muss ihn kennen oder gesehen haben. Ja, gnädige Herrin. Ich komme in den Palast, so wie ich etwas weiß. Ich kehre noch nicht in den Palast zurück. Unsere Mission ist noch nicht vorbei. Der Hexer und ich warten beim Wachposten am Hafen auf dich. Okay, gehen wir. Auf in die Stadt. Scheiß auf den ganzen Loot, was soll's. Er ist spät. Entspann dich, er kommt schon. Ich möchte wirklich mal wissen, wie man so verdammt ungerührt bleiben kann. Unmenschlich. Nebenwirkung der Mutationen. Hexer verlieren selten die Nerven. Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Der Hauptmann scheint gut auf sich aufpassen zu können. Mag sein, aber dieser Zintria kommt mir nicht wie ein gewöhnlicher Bandit vor. Es ist ihm gelungen, herzoglichen Wein unter der Nase der Wache wegzuklauen. Wir haben nur durch einen Zufall davon erfahren. Und er hat dem Vampir die Opfer benannt. Man muss schon ziemlich von sich überzeugt sein, um ein solches Monster zu erpressen. Geralt ist am Halbschlaf, ey. Der Zintria könnte auch ein Mittelsmann sein. Wir wissen immer noch nicht sicher, ob der Zintria hinter der Entführung steckt. Vielleicht hat er sich nur um den Weinklau gekümmert. Selbst dann hätte er den Wein immerhin an die Entführer verkauft. Das macht ihn in meinen Augen zum Komplizen. Wir müssen den Zintria finden, ob er nun dahinter steckt oder nicht. Auch wenn er nicht dahinter steckt, könnte er doch wissen, wer der Erpresser ist. Außerdem, den Auftraggeber zu kennen ist eins. Dann wüssten wir immer noch nicht, weshalb... Da kommt jemand. Hauptmann, warum kommst du so spät? Wir haben dich vor Stunden erwartet.
Dieser Cintria arbeitet nicht alleine. Wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Wir wurden von Banditen angegriffen. Es waren nicht mal wenige. Einer meiner Männer hat einen Armbruch, dem anderen ist das Knie zerschlagen. Für immer gelähmt. Und auf der Straße heißt es, auf deinen Kopf sei ein stattlicher Preis ausgesetzt, Geralt. Wäre nicht das erste Mal. Daran bin ich gewöhnt. Das ist nicht das erste Mal. Musst du immer... Also... Wir haben das Lagerhaus am Hafen gefunden, in das der Wein geliefert wurde. Und den Pächter dazu. Das war ein Bettler, ein Strohmann. Als wir ihn fanden, gab er gleich alles zu. Ein Mann habe ihm das Geld für die Pacht gegeben. Hatte ihn angesprochen, als er vor der Fasanerie bettelte. Dort wartete ein Wink des Schicksals auf uns. Eine Kellnerin erinnerte sich, Wein über einen Adligen verschüttet zu haben, der mit zintrischem Akzent sprach. Wie hat er ausgesehen? Ihre Beschreibung war nicht sehr aufschlussreich. Gut aussehend und mit Bart. Könnte jeder sein. Aber an seine Begleiterin konnte sie sich gut erinnern, weil sie sie kannte. Am Arm des Cintrias war Cecilia Belante. Die Sängerin? Von der habe ich gehört, sie soll sehr begabt sein. Genau die. Wir haben uns sofort zu ihr begeben. Doch sie war nicht zu Hause. Wir haben die Angestellten befragt. Ein Stubenmädchen sagte, dass Cecilia heute Abend mit einem Herrn aus Cintra verabredet ist. Sie hat ihn zu einem Empfang der Mandragora eingeladen. Wie praktisch. Schnappen wir uns den Cintria. Dazu müssen wir wohl zu diesem Empfang. Ganz meine Meinung, Hexer. Ich sammle meine Männer und umstelle das Gebäude. Da kommt kein Mäuschen durch. Kommt nicht in Frage. Wenn der Cintria tatsächlich Männer in der Stadt hat, wird er davon erfahren und uns entkommen. Die Herzogin hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Am besten gehen wir hin und mischen uns unter die Gäste. Genau das werden wir tun. Wir, edle Herrin? Geralt und ich. Bei dieser Art von Gesellschaft könnte der Hexer meine Hilfe brauchen. Wo findet der Empfang denn statt? Die Mandragora hält ihre Versammlungen stets am gleichen Ort ab. Einem Anwesen in der Oberstadt. Ein nobles Viertel. Aber natürlich. Geralt, du musst dich passend kleiden. Danach treffen wir uns in der Oberstadt in der Scharlatanallee. Also ich finde, ich bin passend gekleidet. So, bisschen Überlänge, aber was soll's. Ich sage dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.